Natürlich geht es mir ganz genauso wie allen anderen, die die Bibel lesen. Wenn ich im Neuen Testament über die Wunder Jesu lese, fühle ich mich merkwürdig berührt und staune, denn das passiert mir in meinem Alltag natürlich nicht oder jedenfalls nur kaum. Aber es gibt ein Erlebnis, das mich über die Wunder anders denken lässt. Und dieses Erlebnis liegt schon eine Reihe von Jahren zurück. Ich habe im See Genezareth geschwommen, weil ich gedacht habe, schöner Tag, netter kleiner Binnensee, da kann man mal einen Badetag einlegen. Und urplötzlich kam auf diesem See Genezareth ein ganz, ganz schwerer Sturm. Von einer Minute auf die andere, ganz merkwürdig, habe ich so noch nie erlebt in den Berliner Seen, in denen ich sonst schwimme. Und in dieser Situation konnte ich mir plötzlich sehr, sehr gut, oder wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, hinterher die Geschichte vorstellen, wie sie im Neuen Testament beschrieben ist, dass urplötzlich Sturm aufkommt und die Jünger unendliche Angst haben und dass nach einer Weile dieser Sturm sich auch wieder beruhigt. Und wenn man solche Erlebnisse im Land selber hat, also eigene Erlebnisse in seinem eigenen Leben mit den biblischen Texten verbinden kann, dann wirkt manches, was darin auf den ersten Blick so merkwürdig erscheint, plötzlich gar nicht mehr so merkwürdig. Eine andere Erfahrung mit einem Wunder des Neuen Testamentes ist die Erfahrung, dass tatsächlich, wenn eine Gruppe zusammensitzt und das Wenige, was sie hat, teilt, es mehr wird. Ich bin immer wieder mit Studentinnen und Studenten in den Sinai gefahren und da kann man natürlich, wenn man die ganzen Tage wandert, nicht zu viel Essen mitnehmen, sondern gerade eben das, was man braucht. Das heißt, das Essen muss rationiert werden. Und wenn man dann dieses Essen miteinander teilt, das Essen gemeinsam vorbereitet, dann hat man plötzlich die Erfahrung, dass es viel wohlschmeckender, viel reicher ist als das, was man sonst aus dem Kühlschrank nimmt oder im Restaurant bestellt. Es ist eine ganz andere Form. Geteiltes Essen ist mehr Essen als ungeteiltes Essen. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man mit seinen eigenen Erfahrungen die Geschichten, die einem am Anfang sehr merkwürdig vorkamen, bildern kann und besser verstehen kann und merken kann, dass sie gar nicht so merkwürdig sind, sondern wie ganz viele biblische Texte mitten aus dem Leben gegriffen sind.